Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und willkommen zu einer weiteren Live-Reaction. Und zwar werden wir diesmal zu einem Best-of-Video von mir reacten. Vielleicht denkt ihr euch, was? Was willst du da reacten? Du hast doch das Video selber gemacht. Du weißt doch, was vorkommt. Nein, 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 nein. Das Video ist nicht von mir. Deswegen erstmal Big Shoutout an MC No. Vielen lieben Dank für die Erstellung. Er hat mich dann mal vor ein paar Wochen angeschrieben und gesagt, ey, ich würde gerne ein Best-of-Video von dir erstellen. Und damit ihr das kannst du mir gerne mal ansehen und darauf quasi reacten oder dass sie einfach mal ansehen. Und ich dachte mir, ja, okay, mache ich, kann es gerne machen und ich reacte dann drauf. Und das ist quasi das, was sie jetzt machen werden. Aber er hat mich wissen lassen, beziehungsweise soll ich euch wissen lassen, dass also als Info, dass es quasi nur noch ein kleines Best-of-Teil ist. Heißt, es ist erstmal so ein Versuch von ihm. Und falls es gut ankommt, soll ich ihm Bescheid geben, dann wird er quasi, ja, beziehungsweise ist er gewillt dazu, weitere zu machen. Hier deswegen, Shoutout an euch. Wenn euch das Ganze gefällt, was wir uns gleich ansehen werden, das Best-of-Video ist, wie gesagt, zur Info, erstmal ein kleines Best-of, dann lasst auf jeden Fall uns wissen. Gibt am einfachsten, simpel ist einfach ein Like. Gibt auch das Video ein Like. Wenn es eine gewisse Like-Anzahl erreicht, dann sehe ich, okay, das kam gut an. Und unser Boy MC No sieht das dann ebenso. Und dann ist er da auf jeden Fall gewillt, weitere zu machen, wenn das gut ankommt. Ich bin auf jeden Fall auch drauf gespannt. Best-of von Nioser, du. Jetzt darauf zu reacten, wird bestimmt cool sein. Deswegen bereite ich mal ganz kurz alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, ich bin dann ready, um das anzuschauen. Wie gesagt, ihr seht es auch schon, es ist ein kleines Best-of, 2 Minuten circa. Aber ich denke, an einer gewissen Stelle werde ich mal kurz gucken, ob ich jetzt sowas sagen kann, damit die auch quasi alle auf einem Stand sind. Deswegen würde ich sagen, wir genießen einfach mal die Show und gucken mir, was jetzt abgeht in dem Best-of von Osaru. Dafür haben wir 8 Drachenscheine bekommen. Wow, habe ich gerade echt Drachenscheine gesagt? Ja. The Legend of Drachenstein. Ich weiß, warum ich auf einmal angefangen habe, Drachensteine zu benutzen statt Dragonstones. Irgendwoher habe ich mir das irgendwo hergeholt. War wie eine kleine Krankheit, aber be the Dragonstone. Natürlich sind wir hier Dragonstone an der Stelle, ne? Deswegen. Und das Blair am Ende muss natürlich sein. Oder es sei es war vom zweiten. Naja, gucken wir mal, machen wir weiter. Habe ich gerade echt Drachensteine gesagt? Was geht da? Achso, das hat er selbst gemacht. So ein Blair rein. Okay, okay, okay. Wow. Habe ich gerade echt Drachensteine gesagt? Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Habt ihr schon mal gefragt, was eigentlich hinter dem Spiel Dokkan Battle steckt? Also bildlich gesehen? Nein? Ich zeige es euch mal. HDF. So geht's doch! Den Penner habe ich nicht gezogen. Aber so geht's halt. Darum ziehst du den Eller nicht. Ja, Instant Karma, ne, deswegen habe ich Guita, den Ella Guita nicht gezogen, weil ich Guita damals nicht gezogen habe und ihn beleidigt habe. Hast du auf jeden Fall schon recht, mein Freund, hast du auf jeden Fall schon recht. Aber ja, was soll ich sagen, wir haben ihn gezogen letztendlich doch noch. Das ist dann legit der Platz, an dem Elias gezogen wird. An dem Platz sieht man Elias. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe noch kein Ella auf der Toilette gezogen. What's this? Was kommt jetzt? So viel. Was war das? So viele. Oh! Das war LM. Was? Nee, was war das? So viele Stones, die auf der Kloschüssel verschwendet wurden. Wie gesagt, ich habe eigentlich keinen L auf der Toilette gezogen, aber. Alter, das war der Tribut für Majin Vegeta. Wie viel Souls wir beim Agelbaner verbrannt haben. Ah, ihr seht schon, wie amarschig ich aussehe, ja? Vollbart, alles K.O. Doch dann! Das ist geil gemacht, Alter! Das ist geil gemacht! Die Szene ist geil gemacht. Rage! Alter, das war geil. Wenn das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr dann nichts verpasst. Da übrigens los, Leute. Aber macht das hier. Üff! The Predictions, Alter! Okay. Das ist doch krass. Ja! Aufstehen. Einfach Fenster aufmachen. Meine Jungs haben sich so kaputt gelacht, dass ich aufgestanden bin, Goku Black geschrien habe. Und einfach Fenster aufgemacht habe. Vollkraken! Oh mein Gott! Warum lass dich immer so aus, Alter? Einfach meinen Rücken brechen. Alter, dieser LMI-Team ist cool. Da war ich mit Arnski im Discord, okay? Da war ich mit Arnski im Discord und dann
habe ich mich kurz stumm geschaltet, ja, der wusste nichts, habe kurz zusammengemacht und dann habe ich wieder angeschaltet und mit ihm geredet und der so, oh, ja, was, du Penner und so, hat mich richtig beleidigt. Aber ihr hört das nicht, ich habe das weggeschnitten. Aber es war geil. Oh. JP. Alter, warum raste ich immer so aus, Mann? Keiner weiß. Das war nach der Arbeit, ey. Das war nach der Arbeit, ja. Da war ich zu Hause, war 1 Uhr nachts oder so. Ich konnte da nicht schreien, deswegen. Aber es war richtig geil. Das ist brutal, brutal. Und jetzt. Yeah. Jetzt, Jungs. Diejenigen, die das nicht kennen, die das erfasst haben. Das Intro war brutal. Das finde ich, by the way, geil. Mit Bläh. Das nächste Bläh-Emoji. Was sagt ihr, hä? Können wir das benutzen? Fragezeichen. Wir suchen ja nach einem Bläh-Emoji. Was sagt ihr? Ja oder nein? Ja, Bläh, schwarz-weiß. Hätte vielleicht was. Gucken wir mal. Das ist brutal jetzt, mich einfach so ausrasten. Das am Ende war brutal. Also um echt zu sein, MC Noob, vielen lieben Dank dafür. Es hat mir echt gefallen. Von meiner Seite aus ist das auf jeden Fall okay, wenn du da auf jeden Fall noch gewillt bist. Kannst du gerne weitere machen. Das war auf jeden Fall nett. Was sagt ihr aber, Jungs? Was sagt ihr, Jungs? Euer Feedback ist gefragt. Gebt einfach, also ganz simpel. Natürlich könnt ihr Kommentare wissen lassen, aber simpel, einfachster Weg, ein Feedback zu geben, ist ein Like. Ich will jetzt keine Like-Grenze einsetzen, aber wenn wir so um die 500 haben, 300 bis 500, ich sag mal so ein Goal, weil das letzte Mal habe ich total verhauen, aber ihr seid einfach nur insane. Gebt einfach auf ein Like, wenn ihr da mehr sehen wollt, dann weiß MCNO auf jeden Fall auch Bescheid. MCNO, nochmal Shoutout an dich und Leute, MCNO, ja. Ihr wisst Bescheid, vielen lieben Dank dafür. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Danke fürs Einschalten, Leute. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.